Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch, freue mich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einer neuen Folge Bus-Simulator hier auf der PlayStation 4. So, ich würde sagen, machen wir weiter. Wir müssen mindestens ja 180 Fahrgäste transportieren und hoffen wir mal, dass wir das jetzt in der heutigen Folge hier schaffen. Ihr könnt ja mal ganz kurz gucken hier, was die Statistik hier auf jeden Fall sagt und... Hier sehen wir, dass wir 119 gerade mal transportiert haben an Fahrgästen. Also da geht noch was, da geht noch einiges. Und das bedeutet, wir müssen fahren. Ich guck gerade. Wir können zum Beispiel jetzt hier auch umgekehrt machen. Dass wir jetzt die Strecke hier zum Beispiel umgekehrt fahren. Und dann müsste das eigentlich passen. Wir können auch sagen, wir fahren jetzt... Loop jetzt hin und zurück. Ja, das könnte man dann gucken, dass wir dann vielleicht den. Ah, komm, das machen wir. Dann fahren wir jetzt nämlich einmal hin und einmal zurück. Dämmerung, sonnig und regnerisch. Dämmerung. Das hört sich auch nicht schlecht an. Können wir auf jeden Fall mehr Fahrgäste einsacken. So, wo ist er? Wo ist er? Hier, neutral. Ne, fahren. Nächster Halt, Astra Promenade. Dann machen wir es jetzt so wie ein richtiger Busfahrer: hin und zurückfahren. Und dann haben wir Pause. Ich brauche einige Fahrkarten. So, einige hätte er gern. Einzeln, Senior, zwei Stück drucken. Und 1,40 bekommst wieder. Dankeschön. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ein Tag Student. Oh, drucken. Ich hab vergessen, das Abendessen einzukaufen. 4,60 €. Oh, sieh dir das an. Ist das nicht wunderschön? Ist das nicht wunderschön? Die Sonne knallt schon, ne? Also so Beleuchtung. Das ist echt nicht mein Bild. Beleuchtung, da muss was gemacht werden. Also es knallt ganz schön, so von der Beleuchtung her auf jeden Fall. Aber sonst, wie gesagt, im ersten Bus-Simulator, den es ja gab für den PC, der Bus-Simulator 16 war das oder so, gab es ja nur Still-Life-Busse, also so eine fiktiven Busse, die halt ja, fiktiv halt waren. Und dann gab es halt noch MAN, aber mehr Busse gab es nicht. Also hier sitzt es schon auf jeden Fall einen weiteren Weg gegangen. Mit Setra und alles dabei. Es gibt zum Beispiel auch noch einen Modbus, den man auf dem PC sich runterladen kann. Und zwar ist der Urbino von Solaris. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Woche, Standard, drucken. Danke. So. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Einzeln, Anzahl, Standard, drei Stück gleich. Haben wir jetzt alle? Ich kriege noch das Telefon hier. Das darf doch nicht wahr sein. Das ist nicht professionell hier. Oh, wirklich. Jetzt ist das hier noch so voll. Dämmerungsverkehr halt, ne? Der Feierabend tritt hier ein und alle wollen nach Hause, nach sowas. Wer will das nicht? Komm, zieh, 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 zieh. Nehmen wir noch mit hier. Das nenne ich die perfekte Parkposition. Ne?
So muss das sein. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten. Oh, was Sie hier alle an Tickets kaufen wollen, das ist ja Wahnsinn. Woche, Senior, 2 Stück. Eine Fahrkarte bitte. Tag, Standard, drucken. Sehr schön, dann... Tschüss. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja, natürlich. Standards drücken. Danke. Nächster Halt. Absolut pünktlich. Danke sehr. Ja, ist gewollt, dass wir hier pünktlich sind während der Fahrt. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Am Tag, Standard, Anzahl. Danke. Jetzt haben wir auch zu viel rausgegeben. Och. Student, Anzahl 2. Manchmal will er nicht weiter. Ich brauche einige Fahrkarten. Bitte. Tag, Senior. Oh, wie viel wollen die denn hier Tickets hier heute kaufen? Das ist ja. So. So, Bodenwelle noch mitgenommen. Also wenn man sich dran gewöhnt hat, dann klappt das Spiel mit Lenkrad und Controller. Ja, aber das ist halt schon ein bisschen... Also das ist nicht so komfortabel, sage ich mal, jetzt wie auf dem PC. Ja, also da ist halt schon... Also wer jetzt in meine neuesten OMSI-Videos guckt halt... Ja, da ist zum Beispiel noch mit Track AR und alles sowas. Das ist schon eine ziemlich coole Sache. Dass sie so pünktlich sind. Aber war nicht die perfekte Parkposition. Nein, aber wie gesagt, also mit Track AR, das ist schon eine coole Sache. Wie gesagt, hier ist es gerade so ein bisschen fummelig, weil ich jetzt halt wirklich zwei Controller habe. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Danke. 84 Euro? Wahnsinn. Waren sogar einige dabei gewesen, die dann geschrieben haben, ja, aber das ist doch nicht so wie OMSI und so weiter. Ein Fahrgast muss aussteigen.
Boah, was war mit ihm los? Ui, Kollege, hat uns Lichthupe gegeben hier. Ah ja, das ist schon cool. Wie gesagt, je mehr Busse du denn hast, später hier in der Firma, desto mehr Busse fahren dann hier auch auf den Karten. Also das ist schon eine coole Sache. Ja, dass hier so ein bisschen storylastig noch so ein bisschen was drin ist. Also, ja, so missionsbedingt. Bei OMSI hast du es ja nicht, ne? OMSI fährst ja nur wirklich von A nach B. Aber fühlt sich halt einfach als richtig Hardcore-Simulation halt an. Hier der Bus-Simulator, das ist so ein bisschen so, wo man wirklich sagen kann, das ist wirklich für alle Altersgenerationen, ja. Ob jung, ob alt, man hat damit eigentlich schon relativ viel Spaß mit dem Bus-Simulator. Und da gerade das jetzt für die Konsolen jetzt rausgekommen sind, nochmal, ja, ein guter Schritt eigentlich von Still Alive, weil, wie gesagt, damit stehen sie ja aktuell alleine da. Es gibt einfach halt keine weiteren Simulatoren in der Richtung. Und davon muss man wirklich sagen, alles richtig gemacht. Danke. So, aber ich sehe gerade, wir haben... Jetzt ist natürlich die Frage, wo ist... Die Rampe muss doch hier sein, oder? Ja, das sehe ich jetzt hier nicht hier. Das ist jetzt natürlich fies. Motor. Rampe. Ostspeiche. Oh, bremst doch. Absolut pünktlich. Also dieser Bus. Eine Fahrkarte. Oh Mann, einzeln Standard. So, 87. Ich hätte gern ein paar Fahrkarten. Ah, jetzt geht's wieder los. Bisschen lästig ist das schon, ja. Also, Woche, Standard. Ich brauche eine Fahrkarte. Tag, Student. 4. 60. Gestern sind wir an einer rosa Stufe vorbei. Ja, die habe ich auch gesehen. Noch 3 Minuten. Wir sehen jetzt auch, ne, wir fahren jetzt den Weg wieder zurück. Deswegen leitet er uns jetzt so komisch. Nächste
Winter der Leidenschaft ist so eine geniale Serie. Glaubst du, Hans wird je wieder zurückkommen? Winter der Leidenschaft. Sind schon deutlich länger unterwegs jetzt, ne? Also man merkt das jetzt halt auch. Vom Anfang auch ein bisschen kurz wirkte alles. Schauen wir mal, den nächsten Abschnitt freigeschaltet bekommen. So, schummeln uns hier immer so rein in die Straßen. Laut Vorfahrtsregeln, ne? Wäre das nicht erlaubt. So, überholen wir unseren Kollegen hier. Da kommt die Astra-Promenade. Wir haben schon abgeschlossen. Dann weiß ich auch nicht, warum wir da. So, beenden wir die Fahrt. So, Zusammenfassung. Wir haben immer noch nicht genug. Was ist denn da los? 163 Fahrgäste gerade mal. Oh. Könnten jetzt natürlich noch einen neuen Bus jetzt hier irgendwie besorgen. Aber wir können ja auch bankrott gehen. Also von daher müssen wir da immer ein bisschen aufpassen, dass wir uns da jetzt nicht gleich so ins Ausschießen. Aber naja, so ist das nun mal, ne? So, das hier ist der MAN. Ich guck mal gerade. Iveco, Citaro. Ne, den gibt's echt nicht. Ach, hier, das ist nur mit der Vorbestellerbus. Kann das sein? 150.000? Ist doch sowas von gebongt, Alter. Das ist doch sowas von gebongt. Das ist gekauft, würde ich sagen. 150.000. Geht vollkommen in Ordnung. Eine schöne lange Variante von MAN. Und, so, dann haben wir damit schon mal drei Fahrzeuge. Das sieht auch noch aus wie Erdgas oder sowas. Und ist aber auch ein Diesel. Ja, gut. Den werden wir uns mal in der nächsten Folge anschauen, den Kollegen hier von MAN CDL. Wie gesagt, meiner Meinung nach ist das der Vorbestellerbus hier, den es ja gab. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder zum nächsten Part hier wieder einschaltet, wenn es weitergeht hier mit dem Bus-Simulator auf der PlayStation. Ich verabschiede mich hier, bedanke mich, dass ihr dabei wart. Ciao, tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss.